SWR 2 Hörspiel. Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller. Für allemal, der Handel wird ernsthaft, meine Tochter kommt mit dem Baron ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen, der Präsident bekommt Wind. Und kurz und gut, ich biete dem Junker aus. Du hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen. Hab ihm's Mädel nicht nachgeworfen. Wer nimmt Notiz davon? Ich war Herr im Haus, ich hätte meine Tochter mehr Kura nehmen sollen. Oder hätte gleich alles seiner Exzellenz dem Herrn Papa stecken sollen. Der junge Baron bringt's mit einem Wischer hinaus, das muss ich wissen. Und alles Wetter kommt über den Geiger. Geschwätz. Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu kriegen sind. Aber sag mir doch, was wird bei dem ganzen Kommerz auch herauskommen? Nehmen kann er das Mädel nicht. Von nehmen ist gar die Rede nicht. Und zu einer... Das Gott erbarme. Gott behüt uns in Gnaden. Es hat sich zu behüten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Absehen richten? Und ich verdenk's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch, das muss ich wissen. Solltest nur die wunderhübsche Billette auch lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter als Schreiben tut. Guter Gott. Da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schöne Seele zu tun ist. Das ist die rechte Höhe. Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herzboden gehen lassen. Sieh doch nur erst die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Ins Feuer mit dem Quark! Da saugt mir das Mädel, weiß Gott, was als für überhimmlische Alfonsereien ein. Über all dem Herumschwänzen der Schlaraffenwelt findet zuletzt seine Heimat nicht mehr. Schämt sich, dass sein Vater Miller der Geiger ist und verschlägt mir am Ende einen wackern, ehrbaren Schwiegersohn. Nein, Gott verdamm ich, dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat. Wie manchen schönen Groschen haben uns nur die Präsente Blutgeld meiner Tochter. Schier dich zum Satan, infame Kupplerin! Stell den verballedeiten Kaffee ein und das Tobakschnupfen. So brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Mark zu treiben. Ich sprech ja nur, man müsst den Herrn Major nicht diskutieren, weil sie des Präsidenten Sohn sind. Eben darum muss die Sache noch heut auseinander. Ich werde mich bei seiner Exzellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu seiner Exzellenz. Dero Herr Sohn, haben ein Auge auf meine Tochter. Meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohns Frau. Aber zu Dero Herrn Sohns Hure ist meine Tochter zu kostbar. Und damit basta! Scheiße, Miller! Wer? Ah, guten Morgen, Herr Sekretär. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen von Ihnen? Meinerseits, Frau Base. Wo eine Kavaliersgnade einspricht, bekommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung. Was Sie nicht sagen, Herr Sekretare. Des Herrn Majors von Walter hohe Gnaden mach uns wohl je und je das Pläsier. Doch verachten wir darum niemand. Dem Herrn einen Sessel, Frau. Und... Wie befindet sich denn meine zukünftige? Oder gewesen? Ich will doch nicht hoffen. Kriegt man sie nicht zu sehen, Mamsell Luise? Dankend der Nachfrage, Herr Sekretare. Sie ist eben in die Mess, meine Tochter. Das freut mich. Ich werde einmal eine fromme christliche Frau an ihr haben. Tja, aber, Herr Sekretare... Weib. Wenn Ihnen unser Haus sonst irgendwo dienen kann... Sonst irgendwo. Schönen Dank. Aber wie der Herr Sekretare selber die Einsicht werden haben... Weib. Einem einzigen Kind mag man doch auch nicht vor seinem Glück sein. Nicht? Wie meinen Sie denn?
Nu, ich dächte nur, weil eben halt der liebe Gott meine Tochter Badu zur gnädigen Madame will haben. Was sagen Sie da was? Bleiben sitzen, Herr Sekretarius, bleiben sitzen. Das Weib ist eine alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madame herkommen? Was für ein Esel streckt sein Langohr aus diesem Geschwätze? Schmähl du, solang du willst. Was ich weiß, weiß ich. Und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt. Willst du dein Maul halten? Was kann er gesagt haben? Kehren Sie sich an das Geklatsch nicht, Herr Vetter. Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, dass ich oben naus will mit dem Mädel. Auch habe ich es nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister. Meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieben. Ich habe ein Amt, das einen guten Haushälter nähren kann. Der Präsident ist mir gewogen. An Empfehlungen kann es nicht fehlen, wenn ich mich höher posieren will. Sie sehen, dass meine Absichten auf Mamsell Luisen ernsthaft sind, wenn sie vielleicht von einem adligen Windbeutel herumgeholt wurde. Herr Sekretare, wo? Mehr Respekt, wenn man bitten darf. Halt du dein Maul, sage ich. Lassen Sie es gut sein, Herr Vetter. Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bringe ich heute wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an, wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf, noch besser... Ja. In Gottes Namen, wollte ich sagen. So stecken Sie den Korb ein und trinken eine Bouteille mit dem Vater. Und kurz und gut, ich gebe meinen Konsens absolut nicht. Meine Tochter ist zu was Hohem gemünzt. Und ich laufe in die Gerichte, wenn mein Mann sich beschwatzen lässt. Willst du Arm und Bein in zwei haben, Wettermaul? Ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel. Und hoffentlich werden Sie mich kennen, Herr Miller. Dass dich alle Hagel. Das Mädel muss sie kennen. Was ich, alter Knasterbart, an Ihnen abgucke, ist just kein Fressen fürs junge, naschhafte Mädel. Und dann, vor der Brust weg, Herr Vetter, einen Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft, trau ich, erlauben Sie, keine hohle Haselnuss zu. Da, hinter dem Rücken des Vaters, muss er sein Gewerb an die Tochter bestellen. Machen muss er, dass das Mädel lieber Vater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren lässt. Das nenne ich einen Kerl. Das heißt lieben. Und wer es bei dem Weibsvolk nicht so weit bringt, der soll auf seinem Gänsekiel reiten. Obligationen, Herr Miller. Für was? Für was? Haben Sie ja doch nichts genossen, Herr Sekretarius? Nichts hört er und hinzieht er. Ist mir's doch wie Gift und Operment, wenn ich den Federnfuchs dazu Gesicht krieg. Nein. Ehe ich meine Tochter an so einen Schuft wegwerfe. Lieber soll sie mir, Gott verzeih mir's. Der Hund. Aber man wird dir das Maul sauber halten. Du aber auch mit deinem pestilenzialischen Junker. Hast mich vorhin auch so in Harnisch gebracht. Bist doch nie dummer, als wenn du um Gottes Willen gescheit sein solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madame und deiner Tochter da vorstellen sollen? Dem muss man sowas an die Nase heften. Bumm, haben's Fürst und Matress und Präsident. Und du hast das siegende Donnerwetter am Halse. Guten Morgen, lieber Vater. Luise. Brav, meine Luise. Freut mich, dass du so fleißig an deinen Schöpfer denkst. War er da, Mutter? Wer, mein Kind? Er war nicht da, Walter? Ich dachte, meine Luise hätte den Namen in der Kirche gelassen. Ich verstehe ihn, Vater. Fühle das Messer, das er in mein Gewissen stößt. Aber es kommt zu spät. Ich habe keine Andacht mehr, Vater. Der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele. Und ich fürchte... Höre, Luise, das bissel Bodensatz meiner Jahre. Ich gebe es hin, hättest du den Major nie gesehen. Was sagt er da? Was? Nein, er meint es anders, der gute Vater. Er wird nicht wissen, dass Ferdinand mein ist. Mir geschaffen. Mir zur Freude vom Vater der Liebenden. Als ich ihn das erste Mal sah, oh, damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Ich sah keine Welt mehr. Und doch besinne ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste von keinem Gott mehr. Doch hatte ich ihn nie so geliebt. Luise, Kind, nimm meinen alten Mürbenkopf. Nimm alles. Der Major, Gott ist mein Zeuge. Ich kann ihn dir nimmer geben. Ach, will ich ihn ja jetzt nicht, mein Vater. Ich entsag ihm für dieses Leben. Dann,
wenn von uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes, Menschen nur Menschen sind. Ich bringe nichts mit mir als meine Unschuld. Aber der Vater hat ja so oft gesagt, dass die prächtigen Titel wohlfeil werden, wenn Gott kommt und die Herzen in Preise steigen. Ich werde dann vornehm sein. Mutter, was hätte er dann noch für seine Mädchen voraus? Luise, der Major! Er springt gerade über die Planken. Wo verberge ich mich? Bleib sie doch, Mutter! Mein Gott, wie sehe ich aus? Ich darf mich nicht vor seiner Gnaden so sehen lassen. Mutter! Luise! Ferdinand! Du bist blass, Luise! Es ist nichts, du bist ja da, es ist vorüber. Und liebt mich meine Luise noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du heiter bist. Du bist's nicht. Doch, doch, mein Geliebter. Du bist's nicht, was hast du? Weiß ich nur diesen Spiegel helle, dann läuft keine Wolke mehr über die Welt. Was bekümmert dich? Ferdinand, dass du doch wüsstest, wie schön in dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt. Wie kommst du auf das? Mädchen, hör. Du bist meine Luise. Wer sagt dir, dass du noch etwas sein solltest? Wärest du ganz nur Liebe für mich? Wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Ferdinand, du willst meine Augen vor diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiss stürzen muss. Ich sehe in die Zukunft, die Stimme des Ruhms, dein Vater, mein Nichts. Wer kann den Bund zweier Herzen lösen? Ich bin ein Edelmann. Lass doch sehen, ob mein Adelsbrief älter ist als der Riss zum unendlichen Weltall. Oder mein Wappen gültiger als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen. Dieses Weib ist für diesen Mann. Ich bin des Präsidentensohn, eben darum. Wer als die Liebe kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters vermachen wird? Oh, wie fürchte ich in diesem Vater? Ich fürchte nichts, nichts. Als die Grenzen deiner Liebe. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und drüber hin in Luisens Arme fliegen. Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen. Empfangen für dich jede Wunde. Auffassen für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude, dir ihn bringen in der Schale der Liebe. Ich bitte dich, schweig. Wüsstest du? Du weißt nicht, dass deine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen. Luise! Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich. Jetzt, von heute an, der Friede meines Lebens ist aus. Ein ernsthaftes Attachement, mein Sohn. Nein, Wurm, das macht er mich nimmermehr glauben. Ihre Exzellenz haben die Gnade, mir den Beweis zu befehlen. Dass er der Bürgerkanaille den Hof macht, auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert, das sind lauter Sachen, die ich möglich finde, verzeihlich finde. Aber, und noch gar die Tochter eines Musikus, sagt er. Musikmeister Millers Tochter. Hübsch, zwar das versteht sich. Eine Blondine, die, nicht zu viel gesagt, neben den ersten Schönheiten des Hofes noch Figur machen würde. Er sagt mir Wurm, er hab ein Aug auf das Ding. Das finde ich. Aber sieht er, mein lieber Wurm, dass mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoffnung, dass ihn die Damen nicht hassen werden. Er kann bei Hof etwas durchsetzen. Das Mädchen ist schön, sagt er. Das gefällt mir an meinem Sohn, dass er Geschmack hat. Spiegelt er der Närrin solide Absichten vor, noch besser. So sehe ich, dass er Witz genug hat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Setzt er es noch dazu durch? Herrlich, das zeigt mir an, dass er Glück hat. Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel. Unvergleichlich, so trinke ich auf die guten Aspekten meines Stammbaumes eine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Skortationsstrafe für seine Dirne. Alles, was ich wünsche, Ihre Exzellenz, ist, dass Sie nicht nötig haben möchten, diese Bouteille zu Ihrer Zerstreuung zu trinken. Worum besinnt er sich? Ich will einen Spaß daraus machen, dass er mich aufhetzen wollte. Nur, mein lieber Wurm, muss er mich nicht prellen wollen. Ihre Exzellenz verzeihen. Wenn auch wirklich, wie Sie argwohnen, die Eifersucht hier im Spiele sein sollte, so wäre sie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Zunge. Und ich dächte, sie bliebe ganz weg. Dummer Teufel. Was verschlägt es denn ihm?
ob er die Caroline frisch aus der Münze oder vom Bankier bekommt. Überdies kann er mit nächstem die Freude haben, seinem lieben Bula den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jetzt liegt der Anschlag im Kabinett, dass auf die Ankunft der neuen Herzogin Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und den Betrug vollkommen zu machen, eine Verbindung eingehen soll. Er weiß, worum, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einfluss der Lady stützt. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Ein anderer kann den Kauf schließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten an sich reißen. Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heiraten. Ist ihm das helle? Dass mich die Augen beißen. Wenn der Major Ihnen ebenso den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihn den zärtlichen Vater, so dürfte Ihre Anforderung mit Protest zurückkommen. Zum Glück war mir noch nie für die Ausführung eines Entwurfes bang, wo ich mich mit einem »Es soll so sein« einstellen konnte. Aber sehe er nun, Wurm. Das hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kündige meinem Sohn noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn entweder rechtfertigen oder ganz widerlegen. Gnädiger Herr, ich bitte sehr um Vergebung. Das finstere Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, lässt sich ebenso gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zuführen, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadeligste Partie im Land. Und sagt er ja, so lassen Sie den Sekretär Wurm 3 Jahre lang Kugeln schleifen. Teufel. Es ist nicht anders. Die Mutter, die Dummheit selbst, hat mir in der Einfalt zu viel geplaudert. Gut. Diesen Morgen noch. Nur vergessen, Euer Exzellenz, nicht, dass der Dienst Ihnen von einer unwillkommenen Schwiegertochter zu helfen. Den Gegendienst wert ist, ihm zu einer Frau zu helfen. Auch das, Wurm? Ewig der Ihrige. Wurm? Was ich ihm vorhin vertraut habe. Wenn er plaudert. So zeigen Ihre Exzellenz meine falschen Handschriften auf. Zwar, du bist mir gewiss, ich halte dich an deiner eigenen Schurkerei. Hofmarschall von Kalb. Kommt wie gerufen. Er soll mir angenehm sein. Bitte. Ah, guten Morgen, mein Bester. Wie geruht, wie geschlafen. Sie verzeihen doch, dass ich so spät das Vergnügen habe. Dringende Geschäfte. Der Küchenzettel, Visitenbillets, das Arrangement der Partien auf die heutige Schlittenfahrt. Ach, und da musste ich ja auch bei dem Levet zugegen sein und seiner Durchlaucht das Wetter verkündigen. Sie sprachen also mit dem Herzog? 20 Minuten und eine halbe. Das gestehe ich. Und wissen mir also ohne Zweifel eine wichtige Neuigkeit? Seine Durchlaucht haben heute einen Merdouabi an. Man denke. Nein, Marschall, so hab ich doch eine bessere Zeitung für Sie. Dass Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiss etwas Neues. Denken Sie, und das ist schon richtig gemacht. Unterschrieben, Marschall, und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluss meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen. Oh, mit 1000 Freuden, mein Bester. Was kann mir erwünschter? Komm, ich fliege sogleich. Leben Sie wohl. In 3 Viertelstunden weiß es die ganze Stadt. Die ganze Stadt! Nun muss ja mein Ferdinand wollen. Oder die ganze Stadt hat gelogen. Exzellenz. Mein Sohn soll hereinkommen. Herr Major? Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater. Leider muss ich das, wenn ich meines Sohnes einmal froh werden will. Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang und finde die offene, rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt hat. Komm. Umarme mich, Ferdinand.
Sie sind heute sehr gnädig, mein Vater. Heute? Höre, Ferdinand, ich spreche mit meinem Sohn. Wem zulieb habe ich die gefährliche Bahn zum Herzen des Fürsten betreten? Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Doch mir nicht, mein Vater. Es ist besser gar nicht geboren sein, als dieser Missetat zur Ausrede dienen. Ferdinand! Doch ich will mich nicht erhitzen. Lohnst du mir so für meine rastlose Sorge? Auf mich fällt die Last der Verantwortung. Du empfängst dein Glück von der zweiten Hand. Das Verbrechen klebt nicht am Erbe. Feierlich entsag ich einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Vater erinnert. Wenn es nach deinem Kopfe ginge, du kröchest dein Leben lang im Staube. Oh, immer noch besser, Vater, als ich kröch um den Thron herum. Zwingen muss man dich, dein Glück zu erkennen. Wo 10 andere mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend im Schlafe gehoben. Du wirst in das Ministerium eintreten. Eine herrliche Aussicht dehnt sich vor dir. Die ebene Straße zunächst nach dem Throne, das begeistert dich nicht? Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die ihrigen sind. Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben. Meisterhaft. Nach 30 Jahren die erste Vorlesung wieder. Schade nur, dass mein 50-jähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist. Doch dies seltene Talent nicht einrosten zu lassen. Will ich dir jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exerzieren kannst? Du wirst dich entschließen, noch heute entschließen, eine Frau zu nehmen. Mein Vater... Ohne Komplimente. Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, dahin zu gehen und ihr zu sagen, dass du ihr Bräutigam bist. Der Milford, mein Vater... Wenn sie dir bekannt ist. Welcher Schandsäule im Herzogtum ist sie das nicht? Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, dass ich ihre Laune für ernst aufnehme. Würden Sie, Vater, zu dem Schurkensohn sein wollen, der eine privilegierte Bullerin heiratete? Noch mehr. Ich würde selbst um sie werben, wenn sie einen 50er möchte. Würdest du zu dem Schurkenvater nicht Sohn sein wollen? Nein! So wahr Gott lebt. Eine Frechheit bei meiner Ehre, die ich ihrer Seltenheit wegen vergebe. Ich gebe ihnen mein Leben, wenn das sie steigen machen kann. Meine Ehre, Vater, wenn sie mir diese nehmen. So war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muss den Vater wie den Kuppler verfluchen. Brav, lieber Sohn. Jetzt sehe ich, dass du ein ganzer Kerl bist. Und der besten Frau im Herzogtum würdig. Sie soll der werden. Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von Ostheim verloben. Ist diese Stunde bestimmt, mich ganz zu zerschmettern. Wo doch hoffentlich deine Ehre nichts einwenden wird. Nein, mein Vater, nein. Friederike von Ostheim könnte jeden anderen zum Glücklichsten machen. Ich warte auf deine Dankbarkeit, Ferdinand. Vater, meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung. Ihre Wahl ist untadelhaft, aber ich kann nicht. Ich darf. Ich kann die Gräfin nicht lieben. Holla! Jetzt habe ich den jungen Herrn. Also es war nicht die Ehre, die dir die Lady verbot. Es war nicht die Person, sondern die Heirat, die du verabscheutest. Wohin? Halt! Ist das der Respekt, den du mir schuldig bist? Du bist bei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Wenn du mich zum Lügner machst, Junge, oder wenn ich hinter gewisse Historien komme, halt, holla, was bläst so auf einmal das Feuer in deinen Wangen aus? Es ist gewiss nichts, mein Vater. Wenn ich die Spur finden sollte, woher diese Widersetzlichkeit stammt, geh den Augenblick. Die Wachtparade fängt an. Du wirst bei der Lady sein, sobald die Parole gegeben ist. Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogtum. Lass doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert.
Ja, ich will zu ihr. Will ihr einen Spiegel vorhalten. Nichts würdige. Und wenn du auch da noch meine Hand verlangst, im Angesicht des versammelten Adels, des Militärs und des Volks, ich verwerfe dich. Die Offiziers gehen auseinander. Die Wachtparade ist aus. Aber ich sehe noch keinen Walter. Also du sahst ihn gar nicht. Freilich wohl. Es wird ihm nicht eilen. Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust. Wenn Sie sich unpässlich fühlen, Milady, berufen Sie Assemblée hier zusammen. Mir sollte der Fürst und sein ganzer Hof zu Gebote stehen und eine Grille im Kopfe surren. Ich bitte, verschone mich. Was fange ich mit Leuten an, deren Seelen sogleich als ihre Sackuhren gehen? Das sind schlechte, erbärmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes, herzliches Wort entwischt. Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Lady. Den schönsten Mann. Den witzigsten Kopf in seinem ganzen Lande. Denn es ist sein Land. Und nur ein Fürstentum, Sophie, kann meinen Geschmack zur erträglichen Ausrede dienen. Mein Herz hungert bei all dem Volllauf der Sinne. Und was helfen mich tausend bessere Empfindungen, wo ich nur Wallungen löschen darf? Wie lange ist es aber, dass ich Ihnen diene, Milady? Weil du erst heute mit mir bekannt wirst. Es ist wahr, liebe Sophie. Ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft. Aber mein Herz habe ich frei behalten. Sophie, gib mir den Mann, an den ich jetzt denke, den ich anbete. Und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstentum vor die Füße. Was machen Sie, Lady? Die Verbindung mit dem Major, du und die Welt, stehen im Wahn, sie sei eine Hofkabale, Sophie. Sie ist das Werk meiner Liebe. Was mir ahnete. Seine Durchlaucht, der Herzog, empfehlen sich Milady zu Gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig. Mensch, was bezahlt ein Herzog für diese Steine? Sie kosten ihn keinen Heller. Was? Bist du rasend? Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine. Gestern sind 7000 Landeskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles. Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst. Edelsteine wie diese da. Ich habe auch ein paar Söhne darunter. Doch keinen gezwungenen. Oh Gott. Nein, lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vor, lauter Bursch vor die Wort heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen. Und die ganze Armee schrie, Juche nach Amerika. Gott, Gott, und ich hörte nichts, und ich merkte nichts. Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr denn mit unserem Herrn gerade auf die Bärenharz reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen. Sie werden wiederkommen. Sie werden ihr Vaterland wiedersehen. Das weiß der Himmel. Das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien. Gott mit euch, Weib und Kinder. Es lebe unser Landesvater. Am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Abscheulich! Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet, die Tränen des Landes. Geh du, sag deinem Herrn, ich werde ihm persönlich danken. Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest. Legt's zu dem Übrigen. Sophie, spring ihm nach. Frag ihn um seinen Namen. Er soll seine Söhne wiederhaben. Milady. Schrecklich, schrecklich gehen mir die Augen auf. Major von Walter. Lady, Sie verblassen. Der erste Mann, der mir Schrecken macht. Oh, Sophie, nicht wahr? Ich sehe hässlich aus. Ich bitte Sie, Lady. Befehlen Sie, dass ich ihn abweise?
Er soll mir willkommen sein. Sprich, Sophie, was sag ich ihm? Wie empfange ich ihn? Sammeln Sie sich, er ist schon da. Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau? In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre. Ich komme auf Befehl meines Vaters. Ich bin seine Schuldnerin. Und soll Ihnen melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters. Nicht Ihres eigenen Herzens? Minister und Kuppler pflegen das niemals zu fragen. Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen? Noch sehr viel, Milady. Geh, Sophie. Darf ich Ihnen diesen Sofa anbieten? Ich werde kurz sein, Milady. Nun? Ich bin ein Mann von Ehre. Den ich zu schätzen weiß. Kavalier. Kein besserer im Herzogtum. Und Offizier. Sie berühren hier Vorzüge, die auch andere mit Ihnen gemein haben. Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind? Ja, brauche ich Sie nicht. Aber für was muss ich diesen Vorbericht nehmen? Für den Einwurf der Ehre. Wenn Sie Lust haben sollten, meine Hand zu erzwingen. Was ist das, Herr Major? Die Sprache meines Herzens, meines Wappens und dieses Degens. Diesen Degen gab Ihnen der Fürst. Der Staat gab ihn mir. Durch die Hand des Fürsten. Mein Herzgott. Mein Wappen ein halbes Jahrtausend. Der Name des Herzogs. Kann der Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen? Oder Handlungen münzen wie seine Dreier? Es ist nicht mehr die Rede von der Meinung der Welt. Ich bin bereit, diese mit Füßen zu treten. Sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, dass der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist. Herr Major, das habe ich nicht verdient. Vergeben Sie. Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich heute und nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopf, Milady, dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat. Wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten. Reden Sie ganz aus. Man könnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit, Leidenschaft, Hang zum Vergnügen. Schon manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgesöhnt. Aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? Das war im Namen des Herzogtums. Es ist das erste Mal, Walter, dass solche Reden an mich gewagt werden. Und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte. Ich bin nicht die Abenteuerin, Walter, für die Sie mich halten. Ich bin aus des unglücklichen Thomas Norfolks Geschlechte, der für die schottische Maria ein Opfer war. Mein Vater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verräterischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. Wir wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich, ein 14-jähriges Mädchen, floh nach Deutschland mit meiner Wärterin und einem Kästchen Juwelen. Krank, ohne Namen, ohne Schutz und Vermögen, eine ausländische Weise, kam ich nach Hamburg. Ich hatte nichts gelernt als das bisschen Französisch, ein wenig Filet und den Flügel. Desto besser verstand ich, auf Gold und Silber zu speisen, mit einem Wink 10 Bediente fliegen zu machen und die Schmeicheleien der Großen ihres Geschlechts aufzunehmen. 6 Jahre waren schon hingeweint. Die letzte Schmucknadel flog dahin, meine Wärterin starb und jetzt führte mein Schicksal ihren Herzog nach Hamburg. Ich spazierte damals an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und fing eben an zu fantasieren, ob dieses Wasser oder mein Leiden das tiefste wäre. Der Herzog sah mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Füßen und schwur, dass er mich liebe. Alle Bilder meiner glücklichen Kindheit wachten jetzt wieder mit verführendem Schimmer auf. Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Ich sank an das Seinige. Jetzt verdammen Sie mich. Lady, was tat ich? Sie können mir nicht mehr vergeben. Hören Sie weiter.
Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend, aber das Blut der Norfolk empörte sich in mir. Stolz und Schicksal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hierher brachte und auf einmal die schauderndste Szene vor meinen Augen stand. Walter, ich habe Kerker gesprengt, habe Todesurteile zerrissen und manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. Und jetzt kommt der Mann, der allein mir das alles belohnen sollte. Der Mann, den mein erschöpftes Schicksal vielleicht zum Ersatz meiner vorigen Leiden schuf. Zu viel, das ist wieder die Abrede, Lady. Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Verbrecher. Höre, Walter, wenn eine Unglückliche sich an dich presst mit glühender, unerschöpflicher Liebe, Walter, und du jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst, wenn diese Unglückliche niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande durch dich gerettet sein will. Nein, beim großen Gott, ich kann das nicht aushalten, Lady. Ich muss Ihnen ein Geständnis tun. Jetzt nicht, in diesem entsetzlichen Augenblick nicht. Ich will es nicht hören. Ach doch, Lady, Sie müssen es! Ich habe mich Ihnen betrogen, Milady. Ich erwartete, ich wünschte, Sie meiner Verachtung würdig zu finden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Hass zu verdienen, kam ich hierher glücklich, wir beide, wenn mein Vorsatz gelungen wäre. Ich liebe Milady. Ich liebe ein bürgerliches Mädchen. Luise Millerin. Meines Musikus Tochter. Ich weiß, woran ich mich stürze. Sie werden mich an Stand, an Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern. Aber ich liebe. Sie wollten mir etwas sagen, Milady? Nichts, Herr von Walter. Nichts, als dass Sie sich und mich und noch eine Dritte zugrunde richten. Noch eine Dritte? Wir können miteinander nicht glücklich werden. Nimmermehr werde ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab. Gezwungen gab? Und also doch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mädchen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady, Sie können das. Weil ich es muss. Meine Leidenschaft, Walter, weicht meiner Zärtlichkeit für Sie. Meine Ehre kann's nicht mehr. Unsere Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Untertan des Fürsten mich ausschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Vater, wehren Sie sich so gut Sie können. Ich lasse alle Minen sprengen. Ich hab's ja zuvor gesagt. Was, Vater? Was? Meinen Staatsrock her. Hurt dich, ich muss ihm zuvorkommen. Und ein weißes Manschettenhemd. Das habe ich mir gleich eingebildet. Um Gottes Willen, was? Was gibt's denn? Was ist's denn? Was es gibt? Der Teufel ist los und dich soll das Wetter schlagen. Da sehe man. Über mich muss gleich alles kommen. Über dich? Ja, blaues Donnermaul, und über wen anders? Heute früh mit einem diabolischen Junker. Habe ich's nicht im Moment gesagt, der Wurm hat geplaudert. Aber was? Wie kannst du das wissen? Wie kann ich das wissen? Da, unter der Haustür spukt ein Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger. Mutter, Vater, warum wird mir auf einmal so bange? Aber soll mir der Tintenkleckser einmal in den Schuss laufen, wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusammendresche? Ja, fluch du und poltere du. Das wird jetzt den Teufel bannen. Was nun anfangen? Vater Miller, so rede doch. Auf der Stelle zum Minister will ich. Ich zuerst will mein Maul auftun. Ich selbst will es angeben. Du hast es vor mir gewusst, du hättest mir einen Wink geben können, es wäre noch Zeit gewesen. War mein Vater da? Sein Vater? Allmächtiger Gott. Der Präsident! Da haben wir ja die Bescherung. Mein bist du. Und werfen Hölle und Himmel sich zwischen uns. Rede weiter. Dein Vater? Nichts, nichts. Es ist überstanden, ich hab dich ja wieder. Du hast mich ja wieder. Oh, lass mich Atem schöpfen an dieser Brust. Es war eine schreckliche Stunde. Welche? Eine Stunde, Luise. Wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf, wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblasste, wo meine Luise aufhörte, ihrem Ferdinand alles zu sein. Nein, Lady, zu viel verlangt, ich kann dir diese Unschuld nicht opfern. Verhehle mir nichts, sprich es aus. Deinen Vater nanntest du, du nanntest die Lady. Man sagt, sie wird heiraten. Mich? Nun, was erschrecke ich denn? Der alte Mann dort hat mir es ja oft gesagt.
Ich habe es ihm nie glauben wollen. Verzeihung, Vater. Dein Kind kann ja nichts dafür, dass dieser Traum so schön war. Und so fürchterlich das Erwachen. Luise, mein armes Kind. Aber ich will seine Kabalen durchbohren. Durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurteils. Luise! Deine Hand in die meinige. So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll. Der Augenblick, der diese zwei Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Ich liebe dich, Luise. Du sollst mir bleiben. Jetzt zu meinem Vater. Da ist er schon! Im Hause der Unschuld? Wo der Sohn gehorsam gegen den Vater lernt. Lassen Sie uns das... Er ist der Vater. Stadtmusikant Miller. Sie die Mutter? Ach ja, die Mutter. Vater, bring die Tochter weg. Sie droht eine Ohnmacht. Überflüssige Sorgfalt. Wie lange kennt sie den Sohn des Präsidenten? Diesem habe ich nie nachgefragt. Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November. Betet sie an. Erhielt sie Versicherungen? Vor wenigen Augenblicken die feierlichste im Angesicht Gottes. Zur Beichte deiner Torheit wird man dir schon das Zeichen geben. Ich warte auf Antwort. Er schwor mir Liebe. Und wird sie halten. Muss ich befehlen, dass du schweigst? Nahm sie den Schwur an? Ich erwiderte ihn. Der Bund ist geschlossen. Ich werde das Echo hinauswerfen lassen. Aber er bezahlte sie doch jederzeit bar. Diese Frage verstehe ich nicht. Nicht, nun, ich meine nur. Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden. Auch sie, hoffe ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben. Hölle, was war das? Herr von Walter... Jetzt sind sie frei. Vater, Ehrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerkleid. Eine lustige Zumutung. Der Vater soll die Hure des Sohnes respektieren. O Himmel und Erde. Vater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern. Es ist bezahlt. Euer Exzellenz, das Kind ist des Vaters Arbeit. Halten zu Gnaden. Wer das Kind einem Meeresschild schlägt, dem Vater ans Ohr. Und Ohrfeig um Ohrfeig, das ist so tags bei uns. Halten zur Gnade. Um des Himmels Willen, Mann, du bringst Weib und Kind um. Sie spielen hier eine Rolle, mein Vater, wobei Sie sich wenigstens die Zeugen hätten ersparen können. Deutsch und verständlich. Halten zur Gnade. Euer Exzellenz, schalten und walten im Land. Das ist meine Stube. Mein devotestes Kompliment, wenn ich dir mal einst ein Promemoria bringe. Aber den ungehobelten Gast... Werf ich zur Tür hinaus. Halten zu Gnaden. Was? Was ist das? Das war nur so meine Meinung, Herr. Halten zu Gnaden. Ins Zuchthaus spricht dich deine vermessene Meinung. Fort. Vater ins Zuchthaus. An den Pranger, Mutter und Metze von Tochter. Keine Übereilung, mein Vater. Wenn sie sich selbst lieben, keine Gewalttätigkeit. Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist. Dringen Sie nicht bis in diese... Nichtswürdiger Schweig... Schau nach deinem Kinde, Frau. Ich laufe zum Herzog. Zum Herzog, sagst du? Hast du vergessen, dass ich die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen musst? Zum Herzog, du Dummkopf. Versuch es, wenn du im Kerker liegst. Gerichtsdiener legt Hand an im Namen des Herzogs. Luise! Weg von der Metze, Junge. Ohnmächtig oder nicht, wenn sie nur erst das eiserne Halsband umhat, wird man sie schon mit Steinwürfen aufwecken. Erbarmung, Ihre Exzellenz. Erbarmung, Erbarmung. Knie vor Gott, alter Hure. Und nicht vor Schelmen, weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muss. Du kannst dich verrechnen, Bube. Es stehen noch Galgen leer. Legt Hand an. Muss ich es noch einmal sagen? Wer will was? Wage es, sie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die Gerichte vermietet hat. Schonen Sie Ihrer selbst. Treiben Sie mich nicht weiter, mein Vater. Wenn euch euer Brot lieb ist, Memmen. Tod und alle Teufel, ich sage zurück! Noch einmal treiben Sie mich nicht aufs Äußerste, Vater. Ist das euer Diensteifer, Schurken? Wenn es denn sein muss, so verzeih mir Gerechtigkeit. Ich will doch sehen, ob auch ich diesen Degen fühle. Fort mit ihr. Vater! Vater, sie soll an dem Pranger stehen, aber mit dem Major des Präsidenten Sohn. Bestehen Sie noch darauf? Desto possierlicher wird das Spektakel. Vater, ich werfe meinen Offiziersdegen auf das Mädchen. Bestehen Sie noch darauf? Das Porte-Pé ist an deiner Seite des Prangerstehens gewohnt worden. Fort, fort! Ihr wisst meinen Willen! Vater, ehe Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstoß ich Sie. Bestehen Sie noch darauf?
Tu es, wenn deine Klinge aufspitzig ist! Du allmächtiger bist Zeuge, kein menschliches Mittel ließ ich unversucht. Ich muss zu einem Teuflischen schreiten. Ihr führt sie zum Pranger fort! Unterdessen erzähle ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird! Was ist das? Ferdinand! Lasst sie ledig! Der Streich war verwünscht. Wie ich befürchtete, gnädiger Herr. Zwang erbittert die Schwärmer immer, aber bekehrt sie nie. Ich hatte mein bestes Vertrauen in diesen Anschlag gesetzt. Ich urteilte so: Wenn das Mädchen beschimpft wird, muss er als Offizier zurücktreten. Ganz vortrefflich. Aber zum Beschimpfen hätte es auch kommen sollen. Und doch. Wenn ich es jetzt mit kaltem Blut überdenke, es war eine Drohung, woraus er wohl nimmer mehr ernst gemacht hätte. Das denken Sie ja nicht. Er ist zu jung und zu feurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Kabale zu finden. Und nichts wird seine Ambition in Bewegung setzen, als was groß ist und abenteuerlich. Aber was wird diese wohlweise Anmerkung an unserem Handel verbessern? Sie wird Eure Exzellenz auf die Wunde hinweisen. Und vielleicht auch auf den Verband. Einen solchen Charakter, erlauben Sie, hätte man entweder nie zum Vertrauten oder niemals zum Feind machen sollen. Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind. Vielleicht war es bis jetzt nur der Sohn, der die Zunge des Verräters band. Machen Sie ihn durch wiederholte Stürme auf seine Leidenschaft glauben, dass Sie der zärtliche Vater nicht sind. Und so könnte schon allein die seltsame Fantasie der Gerechtigkeit, ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, Reiz genug für ihn haben, selbst seinen Vater zu stürzen. Warum? Er führt mich da vor einen entsetzlichen Abgrund. Ich will Sie zurückführen, gnädiger Herr. Darf ich freimütig reden? Wie ein Verdammter zum Mitverdammten. Also, verzeihen Sie, Sie haben, dünkt mich, der biegsamen Hofkunst den ganzen Präsidenten zu danken. Warum vertrauten Sie ihr nicht auch den Vater an? Warum zeigten Sie Ihrem Sohn den Feind? Nimmermehr hätte dieser erfahren sollen, dass ich um seine Liebesangelegenheit wisse. Sie hätten den Roman von Seiten des Mädchens unterhöhlt und das Herz Ihres Sohnes behalten. Wie war das zu machen? Auf die einfachste Art. Und die Karten sind noch nicht ganz vergeben. Unterdrücken Sie eine Zeit lang, dass Sie Vater sind. Messen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widerstand nur mächtiger macht. Überlassen Sie es mir, an Ihrem eigenen Feuer den Wurm auszubrüten, der Sie zerfrisst. Ich bin begierig. Ich müsste mich schlecht auf den Barometer der Seele verstehen. Oder der Herr Major ist in der Eifersucht schrecklich wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Ach. Wahrscheinlich oder nicht. Ein Gran Hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gärung zu jagen. Aber woher diesen Gran nehmen? Da sind wir auf dem Punkt. Jetzt haben Sie die Gnade und hören. Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir ihre ganze Gewalt zu Hilfe. Wir diktieren ihr ein Billet-Doux an eine dritte Person in die Feder und spielen das mit guter Art dem Major in die Hände. Toller Einfall. Als ob sie sich so geschwind hinbequemen würde, ihr eigenes Todesurteil zu schreiben. Sie muss, wenn Sie mir freie Hand lassen wollen. Ich kenne das gute Herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als so tödliche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen bestürmen können. Ihren Vater und den Major. Der Letztere bleibt ganz und gar aus dem Spiel. Desto freier können wir mit dem Musikanten umspringen. Als zum Exempel? Nach dem, was Euer Exzellenz mir von dem Auftritt in seinem Hause gesagt haben, wird nichts leichter sein, als den Vater mit einem Halsprozess zu bedrohen. Doch ernsthaft dürfte der Handel nicht werden. Ja, ganz und gar nicht. Nur insoweit es nötig ist, die Familie in die Klemme zu treiben. Wir setzen also in aller Stille den Musikus fest. Die Not umso dringender zu machen, könnte man auch die Mutter mitnehmen. Sprechen von peinlicher Anklage, von Schafott, von ewiger Festung und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung. Gut, ich verstehe. Sie liebt ihren Vater. Bis zur Leidenschaft, möchte ich sagen. Die Gefahr seines Lebens, die Vorwürfe ihres Gewissens, den Anlass dazu gegeben zu haben, die Unmöglichkeit, den Major zu besitzen.
endlich die Betäubung ihres Kopfes, die ich auf mich nehme. Es kann nicht fehlen. Sie muss in die Falle gehen. Aber mein Sohn, wird er nicht auf der Stelle Wind davon haben? Wird er nicht wütender werden? Ach, das lassen Sie meine Sorge, sein gnädiger Herr. Vater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf abgelegt, den ganzen Vorgang geheim zu halten und den Betrug zu bestätigen. Einen Eid? Was wird ein Eid fruchten, Dummkopf? Nichts bei uns, gnädiger Herr. Bei dieser Menschenart alles. Und sehen Sie nun, wie schön wir beide auf diese Manier zum Ziel kommen werden. Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend. Vater und Mutter ziehen gelindere Seiten auf und durch weich gemacht von Schicksalen dieser Art, erkennen Sie es noch zuletzt für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wiedergebe. Ja, ich gebe mich dir überwunden, Schurke. Der Schüler übertrifft seinen Meister. Nun ist die Frage, mit wem wir sie in Verdacht bringen müssen? Notwendig mit jemand, der durch den Entschluss ihres Sohnes alles gewinnen oder alles verlieren muss. Ich weiß nur den Hofmarschall. Oh, mein Geschmack wäre nun freilich nicht, wenn ich Luise Millerin hieße. Warum nicht? So skrupulös ist die Eifersucht nicht. Ich schicke zum Marschall. Unterdessen, dass Euer Exzellenz dieses und die Gefangennehmung des Geigers besorgen, werde ich hingehen und den bewussten Liebesbrief aufsetzen. Den er mir zum Durchlesen heraufbringt, sobald er zustand sein wird. Jawohl, Exzellenz. Dieser Verhaftbefehl muss ohne Aufschub in die Gerichte. Ein anderer von euch wird den Hofmarschall zu mir bitten. Der gnädige Herr sind soeben hier angefahren. Noch besser. Aber die Anstalten sollen mit Vorsicht getroffen werden, sagt ihr, dass kein Aufstand erfolgt. Sehr wohl, Exzellenz. Versteht ihr? Ganz in der Stille. Ganz gut, Ihr Exzellenz. En passant, mein Bester, wie leben Sie, wie befinden Sie sich? Heute Abend ist große Opera Dido, das superbeste Feuerwerk. Eine ganze Stadt brennt zusammen. Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu raten, tätig zu helfen, die uns beide possiert oder völlig zugrund richtet. Setzen Sie sich. Machen Sie mir nicht Angst, mein Süßer. Wie gesagt, possiert oder ganz zugrund richtet. Sie wissen mein Projekt mit dem Major und der Lady. Sie begreifen auch, wie unentbehrlich es war, unser beider Glück zu fixieren. Es kann alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht. Will nicht, will nicht? Ich hab's ja in der ganzen Stadt schon herumgesagt. Die Mariage ist in jedermanns Munde. Sie können vor der ganzen Stadt als Windhund dastehen. Er liebt eine andere. Sie scherzen. Ist das auch wohl ein Hindernis? Bei dem Trotzkopf, das Unüberwindlichste. Er sollte so wahnsinnig sein und seine Fortune von sich stoßen, was? Fragen Sie ihn das und hören Sie, was er antwortet. Und was kann er denn antworten? Dass er der ganzen Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir gestiegen sind. Dass er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben. Dass er uns beide ans Messer liefern wolle. Das kann er antworten. Sind Sie von Sinnen? Das hat er geantwortet. Was wissen Sie hierauf zu sagen? Mein Verstand steht still. Das könnte noch hingehen. Aber zugleich hinterbringen mir meine Spionen, dass der Oberschenk von Bock auf dem Sprunge sei, um die Lady zu werden. Sie machen mich rasend. Wer, sagen Sie? Von Bock, sagen Sie? Wissen Sie denn auch, dass wir Todfeinde zusammen sind? Das ist der Mann, der die Milford heiraten und die erste Person am Hofe werden wird. Sie stoßen mir das Messer ins Herz. Wird, wird. Warum wird er? Wo ist die Notwendigkeit? Weil mein Ferdinand nicht will und sonst keiner sich meldet. Aber wissen Sie denn gar kein einziges Mittel, den Major zum Entschluss zu bringen? Sei es auch noch so bizarr, so verzweifelt. Ich weiß nur eines. Und das bei Ihnen steht. Bei mir steht, und das ist? Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien. Alles ist gewonnen, sobald wir ihm das Mädchen verdächtig machen. Dass sie stehle, meinen Sie? Ach, nein doch! Wie glaubte er das? Dass sie es noch mit einem anderen habe. Dieser andere? Müssten Sie sein, Baron. Ich sein? Ich? Ist sie von Adel? Wozu das? Welcher Einfall? Eines Musikantentochter? Bürgerlich also. Das wird nicht angehen, was? Was wird nicht angehen, Narrenpossen?
Wem unter der Sonne wird es einfallen, ein paar runde Wangen nach dem Stammbaum zu fragen? Bedenken Sie doch einen Ehemann und meine Reputation bei Hof. Das ist was anderes. Verzeihen Sie, ich habe das noch nicht gewusst, dass Ihnen der Mann von unbescholtenen Sitten mehr ist als der von Einfluss. Wollen wir abbrechen? Seien Sie klug, Baron. Es war ja nicht so verstanden. Nein, nein. Sie haben vollkommen recht. Ich bin es auch müde. Ich lasse den Kahn stehen. Dem von Bock wünsche ich Glück zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordere meine Entlassung vom Herzog. Und ich? Sie haben gut schwatzen, Sie. Sie sind ein Studierter. Aber ich... Mon Dieu, was bin ich denn, wenn seine Durchlaucht mich entlassen? Ein Bonmot von vorgestern. Die Mode vom vorigen Jahr. Beschwöre Sie, Teure, ersticken Sie diesen Gedanken. Ich will mir ja alles gefallen lassen. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendezvous hergeben, das Ihnen diese Millerin schriftlich vorschlagen soll? Um Gottes Namen, ich will ihn hergeben. Und den Brief irgendwo herausfallen lassen, wo er dem Major zu Gesicht kommen muss? Zum Exempel auf der Parade will ich ihn als von ungefähr mit dem Schnupftuch herausschleudern. Und die Rolle Ihres Liebhabers gegen den Major behaupten. Mortimer, wie? Ich will dem Naseweis den Appetit nach meinen Amouren verleiden. Nun geht's nach Wunsch. Der Brief muss noch heute geschrieben sein. Sie müssen vor Abend noch herkommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen. Sobald ich 16 Visiten werde gegeben haben, die von allerhöchster Importanz sind. Verzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube. Ich zähle auf Ihre Verschlagenheit, Marschall. Oh, mon Dieu, Sie kennen mich ja. Der Geiger und seine Frau sind glücklich und ohne Geräusch in Verhaft gebracht. Wollen Eure Exzellenz jetzt den Brief überlesen? Herrlich. Herrlich, Sekretär. Auch der Marschall hat angebissen. Nun gleich mit den Vorschlägen zum Vater und dann warm zu der Tochter. Ich bitte dich, höre auf. Ich glaube an keine glücklichen Tage mehr. Alle meine Hoffnungen sind gesunken. So sind die meinigen gestiegen. Mein Vater wird alle Geschütze gegen uns richten. Es ist die höchste Gefahr. Und die höchste Gefahr musste da sein, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte. Höre, Luise. Ein Gedanke drängt sich vor meine Seele. Du, Luise. Und ich. Und die Liebe. Liegt nicht in diesem Zirkel der ganze Himmel? Oder brauchst du noch etwas Viertes dazu? Nichts mehr. Ich erblasse vor dem, was du sagen willst. Wird dieses Aug nicht ebenso schmelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe sich spiegelt oder im Baltischen Meer? Mein Vaterland ist, wo mich Luise liebt. Und hättest du sonst keine Pflicht mehr als deine Liebe? Deine Ruhe ist meine heiligste. So schweig und verlass mich. Ich habe einen Vater, der der Rache des Präsidenten gewiss ist. Der uns begleiten wird. Darum keinen Einwurf mehr, Liebe. Ich gehe, mache meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meinen Vater. Schlag Mitternacht wird ein Wagen hier vorfahren. Ihr werft euch hinein. Wir fliehen. Und der Fluch deines Vaters uns nach? Nein, mein Geliebter. Wenn nur ein Frevel dich mehr erhalten kann, so habe ich noch Stärke, dich zu verlieren. Wirklich? Ferdinand, dich zu verlieren? Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat. Mein Anspruch war Raub. Und schau, dann gebe ich ihn auf. Gibst du ihn auf? Nein, nicht so, sieh mich an, lieber Walter. Nicht so bitter. Lass mich einem Bündnis entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinandertreiben und die allgemeine ewige Ordnung zugrund richten will. Walter! Gott im Himmel, was soll das? Fassung verlangt diese Stunde. Du hast dein Herz, lieber Walter. Ich kenne es. Warm wie das Leben ist deine Liebe und ohne Schranken. Schenke sie einer edlen und würdiger. Sie wird die glücklichste ihres Geschlechts nicht beneiden. Ich entfliehe. Luise, wirst du mir wirklich nicht folgen? Meine Pflicht heißt mich bleiben.
Du lügst. Dich fesselt was anderes hier. Bleiben Sie bei dieser Vermutung. Sie macht vielleicht weniger Elend. Kalte Pflicht gegen feurige Liebe. Und mich soll das Märchen blenden? Ein Liebhaber fesselt dich. Und weh über dich und ihn, wenn mein Verdacht sich bestätigt. Eltern bleiben. Mein Vater versprach, in wenigen Minuten zurück zu sein. Und schon sind 5 volle, fürchterliche Stunden vorüber. Wenn ich mein Unfall? Ich werde mir so ängstlich. Guten Abend, Jungfer. Gott, wer spricht da? Suchen Sie etwa den Präsidenten? Er ist nicht mehr da. Jungfer, ich suche Sie. So muss ich mich wundern, dass Sie nicht nach dem Marktplatz gingen. Warum eben dahin? Ihre Braut von der Schandbühne abzuholen. Mamsell Millerin, Sie haben einen falschen Verdacht. Was steht Ihnen zu Diensten? Ich komme geschickt von Ihrem Vater. Von meinem Vater? Wo ist mein Vater? Wo er nicht gerne ist. Um Gottes Willen, wo ist mein Vater? Im Turm, wenn Sie es ja wissen wollen. Im Turm? Warum im Turm? Auf Befehl des Herzogs. Des Herzogs? Der die Verletzung der Majestät in der Person seines Stellvertreters auffallend zu ahnden beschlossen hat. Verletzung der Majestät. Das war noch übrig. Und Ferdinand? Wählt Lady Milford. Oder Fluch und Enterbung. Entsetzliche Freiheit. Doch ist er glücklicher. Er hat keinen Vater zu verlieren. Wo ist meine Mutter? Im Spinnhaus. Jetzt ist es völlig. Völlig. Jetzt wäre ich ja frei. Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Reden Sie immerhin. Jetzt kann ich alles hören. Was geschehen ist, wissen Sie. Also nicht, was noch kommen wird? Was kann noch geschehen? Ich weiß nicht. Sie wollen nicht wissen. Sie sagten vorhin, der Herzog wolle es auffallend ahnden. Was nennen Sie auffallend? Fragen Sie nichts mehr. Welches Schicksal wartet auf meinen Vater? Ein Kriminalprozess. Was heißt Kriminalprozess? Gericht um Leben und Tod. So danke ich Ihnen. Verzeihen Sie, Sekretär, ich schließe das Zimmer. Und wohin denn so eilig? Zum Herzog. Was? Wohin? Zum Herzog, hören Sie nicht? Zu eben dem Herzog, der meinen Vater auf Tod und Leben will richten lassen. Nein, nicht will. Muss richten lassen, weil einige Bösewichter wollen. Zum Herzog. Ich weiß, worüber Sie lachen. Aber ich will ja auch kein Erbarmen dort finden. Gott bewahre mich. Nur Ekel. Ekel nur an meinem Geschrei. Ich will ihm sagen, was Elend ist. Gehen Sie. Sie können wahrlich nichts Klügeres tun. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass der Herzog willfahren wird. Wie sagen Sie? Sie raten mir selbst dazu? Woher wissen Sie, dass der Fürst mir willfahren wird? Weil er es wird nicht umsonst tun dürfen. Nicht umsonst? Welchen Preis kann er setzen auf eine Menschlichkeit? Die schöne Supplikantin ist preises genug. Allgerecht. Und einen Vater werden Sie doch, will ich hoffen, um diese gnädige Taxe nicht überfordert finden. Ja. Ja, es ist wahr. Sie sind verschanzt, eure Großen. Verschanzt vor der Wahrheit hinter ihrer eigenen Laster, wie hinter Schwerter der Cherubim. Helfe dir der Allmächtige. Deine Tochter kann für dich sterben, Vater. Aber nicht sündigen. Das mag ihm wohl eine Neuigkeit sein, dem armen, verlassenen Mann. Meine Luise, sagte er mir, hat mich zu Boden geworfen. Meine Luise wird mich auch wieder aufrichten. Ich eile, Mamsell, ihm die Antwort zu bringen. Bleiben Sie, Geduld. Wie flink dieser Satan ist, wenn es gilt, Menschen rasend zu machen. Ich
habe ihn niedergeworfen. Ich muss ihn aufrichten. Reden Sie, raten Sie, was kann ich, was muss ich tun? Es ist nur ein Mittel. Dieses einzige Mittel? Auch Ihr Vater wünschte. Auch mein Vater? Was ist das für ein Mittel? Es ist Ihnen leicht. Ich kenne nichts Schwereres als die Schande. Wenn Sie den Major wieder freimachen wollen... Von seiner Liebe? Spotten Sie meiner? Das meiner Willkür zu überlassen, wozu ich gezwungen ward? So ist es nicht gemeint, liebe Jungfer. Der Major muss zuerst und freiwillig zurücktreten. Er wird nicht. So scheint es. Würde man denn wohl seine Zuflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein dazu helfen könnten? Kann ich ihn zwingen, dass er mich hassen muss? Wir wollen versuchen. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Schreiben Sie. Hier ist Feder, Papier und Tinte. Was soll ich schreiben? An wen soll ich schreiben? An den Henker Ihres Vaters. Du verstehst dich darauf, Seelen auf die Folter zu schrauben? Gnädiger Herr, schon 3 unerträgliche Tage sind vorüber. Sind vorüber? Und wir sahen uns nicht. An wen ist der Brief? An den Henker Ihres Vaters. Oh mein Gott. Halten Sie sich deswegen an den Major. An den Major. Der mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet. An wen ist der Brief? An den Henker Ihres Vaters. Nein. Nein, nein. Machen Sie, was Sie wollen. Ich schreibe das nimmer mehr. Wie Sie wollen, Mademoiselle. Das steht ganz in Ihrem Belieben. Belieben? In meinem Belieben, sagen Sie? Hänge einen Unglücklichen über dem Abgrund der Hölle aus. Bitt ihn um etwas und frag ihn, ob's ihm beliebe. Nunmehr ist alles gleich. Diktieren Sie weiter. Ich denke nichts mehr. Den ganzen Tag wie ein Argus hütet. Haben Sie das? Weiter, weiter. Wir haben gestern den Präsidenten im Haus gehabt. Es war possierlich zu sehen, wie der gute Major um meine Ehre sich wehrte. Oh, schön, schön, oh herrlich, nur immer fort. Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnmacht. Zu einer Ohnmacht. Dass ich nicht laut lachte. Oh Himmel. Aber bald wird mir meine Maske unerträglich. Unerträglich? Wenn ich nur loskommen könnte. Loskommen könnte? Morgen hat er den Dienst. Passen Sie ab, wenn er von mir geht und kommen an den bewussten Ort. Haben Sie bewussten? Ich habe alles. An den bewussten Ort zu Ihrer zärtlichen Luise. Nun fehlt mir die Adresse noch. An Herrn Hofmarschall von Kalb. Ein Name meinen Ohren, so fremd wie meinem Herzen, diese schändlichen Zeilen. Nehmen Sie, mein Herr. Es ist mein ehrlicher Name. Ist Ferdinand. Ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hände gebe. Ich bin eine Bettlerin. Oh nein, doch. Verzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle. Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Wer weiß, vielleicht, ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinwegsetzen. Reden Sie nicht aus, mein Herr! Sie sind auf dem Wege, sich etwas Entsetzliches zu wünschen. Gesetzt es wäre diese niedliche Hand. Wieso, liebe Jungfer? Weil ich dich in der Brautnacht erdrosselte und mich dann mit Wollust aufs Rad flechten ließe. Sind wir jetzt fertig, mein Herr? Nur noch die Kleinigkeit, Jungfer. Sie müssen mit mir und das Sakrament darauf nehmen, diesen Brief für einen Freiwilligen zu erkennen. Ja.
Herrn Marschall da? Herr Major, der Herr Präsident fragt nach Ihnen. Alle Donner, ich frage. War kein Marschall da? Der gnädige Herr sitzt oben am Fahrertisch. Der gnädige Herr soll im Namen der ganzen Hölle daherkommen. Es ist nicht möglich. Doch. Es ist Ihre Hand. Das also war es, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte. Darum gab man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel Heldenmut auf und bald... Bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen. Da mein glücklicher Wahnsinn den ganzen Himmel in ihr zu umspannen wähnte, Gott, da empfand sie nichts. Nichts! Als dass ich betrogen sei. Sie haben den Wunsch blicken lassen, mein Bester. Einem Schurken den Hals zu brechen. Marschall! Dieser Brief muss Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein und ich war zum Glück noch der Finder. Sie? Durch den lustigsten Zufall. Machen Sie es mit der Allmacht aus. Sie sehen, wie ich erschrecke, Baron. Lesen Sie. Lesen Sie. Bin ich auch schon zum Liebhaber zu schlecht? Vielleicht lasse ich mich desto besser zum Kuppler an. Verflucht. Geduld, lieber Marschall. Die Zeitungen dünken mich angenehm. Ich will meinen Finderlohn haben. Sie werden vernünftig sein, Bester. Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schicken. Nehmen Sie die Pistole. Rasen Sie? Nimm, sag ich, Memme, du solltest Gott danken, dass du zum ersten Mal etwas in deinen Hirnkasten... Auf dem Zimmer, Baron. Als ob sich mit dir ein Gang vor den Wall verlohnte. Schlag an. Und Sie wollen Ihr kostbares Leben so aussetzen? Schlag an, sag ich. Ich habe nichts mehr in dieser Welt zu tun. Aber ich desto mehr, mein Allervortrefflichster. Du, Bursche. Was? Du? Wie er da steht, dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpf. Und mit diesem ihr Herz zu teilen? Ungeheuer. Wie weit kamst du mit dem Mädchen? Bekenne. Lassen Sie mich los, ich will alles verraten. Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab oder bekenne. Es ist nichts, es ist ja alles nichts. Haben Sie nur eine Minute Geduld, Sie sind ja betrogen. Und daran mahnst du mich. Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes oder bekenne. Monsieur, mein Gott, ich spreche ja. So hören Sie doch nur, Ihr Vater, Ihr eigener leiblicher Vater. Hat seine Tochter an dich verkuppelt. Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde dich auch oder bekenne. Sie rasen, Sie hören nicht, ich sah Sie nie. Ich kenne sie nicht, ich weiß gar nichts von ihr. Du sahst sie nie? Du kennst sie nicht? Du weißt gar nichts von ihr? Die Millerin ist verloren um deinetwillen. Du leugnest sie dreimal in einem Atem hinweg. Fort! Für deines Gleichnis kein Pulver erfunden. Verloren? Ja, bei Gott. Wenn ich verloren bin, bist du es auch. Richter der Welt, fordere sie mir nicht ab. Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab. Lass mir das Mädchen, Richter der Welt. Ewigkeit mit ihr auf ein Rad der Verdammnis geflochten. Augen in Augen wurzeln. Die Vermählung ist fürchterlich. Aber ewig. Also sahst du sie? Wird sie kommen, diesen Augenblick. Sie war noch im Haus gewandt und wollte sich nur in der Geschwindigkeit umkleiden. Und wie nahm sie sich bei der Einladung? Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sah mich mit großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausflüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab, ihre Herren befiehlt, was ich morgen erbitten wollte. Mamsell Millerin. Entferne dich, Sophie. Gnädige Frau. Die Mamsell mag hereintreten. Gnädige Frau, ich erwarte Ihre Befehle. Aha, ist sie hier? Ohne Zweifel die Mamsell, eine gewisse, wie nennt man sie doch?
Miller nennt sich mein Vater und Ihre Gnaden schickten nach seiner Tochter. Recht, recht, ich entsinne mich. Die arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. Sehr interessant und doch keine Schönheit. Trete sie näher, mein Kind. Nur näher. Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich. Nein, Milady, ich verachte das Urteil der Menge. Sieh doch. Und diesen Trotzkopf hat sie von ihm. Man hat sie mir empfohlen, Mamsell. Sie soll was gelernt haben und sonst auch zu leben wissen. Nun ja, ich will's glauben. Auch nehme ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen. Doch kenne ich niemand, Milady, der sich Mühe gäbe, mir eine Patronin zu suchen. Mühe um die Klientin oder Patronin? Das ist mir zu hoch, gnädige Frau. Luise nennt sie sich. Und wie jung, wenn man fragen darf? 16 gewesen. 16 Jahre. Der erste Puls dieser Leidenschaft. Nichts ist verführender. Es bleibt dabei, ich will dein Glück machen. Meine Sophie heiratet, du sollst ihre Stelle haben. Ich danke für diese Gnade, Milady, als wenn ich sie annehmen dürfte. Man sehe die große Dame. Sonst wissen sie jung von ihrer Herkunft. Noch glücklich, wenn sie Herrschaften finden. Wo will denn sie hinaus, meine Kostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es ihr bisschen Gesicht, worauf sie so trotzig tut? Mein Gesicht, gnädige Frau, gehört mir so wenig als meine Herkunft. Oder glaubt sie vielleicht, dass wir denn nimmer ein Ende nehmen? Wer dir das in den Kopf setzte, mag er sein, wer er will. Er hat euch beide zum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir ein Spiegel für massiv und ewig verkauft, ist nur ein dünner, angeflogener Goldschaum, der deinem Anbeter über kurz oder lang in der Hand bleiben muss. Was werden wir dann machen? Den Anbeter bedauern, Milady, der einen Demant kaufte, weil er in Gold schien gefasst zu sein. Wenn es nicht die Promessen ihrer Gestalt sind, was in der Welt könnte sie abhalten, einen Stand zu wählen, der einzige ist, wo sie Manieren und Welt lernen kann? Der einzige, wo sie sich ihrer bürgerlichen Vorurteile entledigen kann? Auch meiner bürgerlichen Unschuld, Milady? Läppischer Einwand! Der ausgelassenste Bube ist zu verzagt, uns etwas Beschimpfendes zuzumuten, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegengehen. Zeige sie, wer sie ist. Gebe sie sich Ehre und Würde. Und ich sage ihrer Jugend für alle Versuchung gut. Erlauben Sie, gnädige Frau, dass ich mich unterstehe, daran zu zweifeln. Wer sollte der Tochter des armen Geigers den Heldenmut zutrauen, mitten in die Pest sich zu werfen und doch dabei vor der Vergiftung zu schaudern? Wer sollte sich träumen lassen, dass Lady Milford Geldsummen aufwende, um den Vorteil zu haben, jeden Augenblick schamrot zu werden? Unerträglich. Mädchen, du wirst mich nicht überlisten. So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen lauert ein feurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt, das ich entdecken muss. Und wenn sie es nun entdeckten? Ich fürchte ihre Rache nicht, Lady. Mein Elend ist so hoch gestiegen, dass selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herkunft reißen. Ich will sie nicht zergliedern, diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Milady bewegen konnte, mich für die Törin zu halten, die über ihre Herkunft errötet. Was sie berechtigen konnte, sich zur Schöpferin meines Glücks aufzuwerfen, ehe sie noch wusste, ob ich mein Glück auch von ihren Händen empfangen wollte. Aber glücklich wollen sie mich ja wissen. Sind Sie glücklich, Milady? Hat dieses Herz auch die lachende Gestalt ihres Standes? Und wenn wir jetzt Brust gegen Brust und Schicksal gegen Schicksal auswechseln sollten, und wenn ich auf ihr Gewissen sie fragte, würden sie mir wohl zu dem Tausche raten? Unerhört. Unbegreiflich. Nein, Mädchen, nein. Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht. Und für einen Vater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht. Ich höre einen anderen Lehrer. Es sollte mich doch wundern, Milady, wenn Sie erst jetzt auf diesen Lehrer fielen und doch vorhin schon eine Kondition für mich wussten. Es ist nicht auszuhalten. Ja, denn ich kenne ihn, weiß alles, weiß mehr, als ich wissen mag. Aber wage es, ihn jetzt noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden. Ich bin mächtig, Unglückliche. So wahr Gott lebt, du bist verloren. Ohne Rettung, Milady. Sobald sie ihn zwingen, dass er sie lieben. Ich verstehe dich. Aber er soll mich nicht lieben. Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen. Mein Herz unterdrücken und das deinige zermalmen. Ich kann nicht mit ihm glücklich werden. Aber du sollst es auch nicht werden. Wisse das, Elende.
Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit. Eine Seligkeit, um die man sie schon gebracht hat, Milady. Lästern Sie Ihr eigenes Herz nicht. Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu quälen, das Ihnen nichts zuleide getan hat, als dass es empfunden hat wie Sie. Aber ich liebe Sie um dieser Wallung willen, Milady. Wo war ich? Oh, Luise, vergib seiner Rasenden. Ich will dir kein Haar kränken, mein Kind. Wünsche, fordere. Ich will dich auf den Händen tragen. Deine Freundin, deine Schwester will ich sein. Du bist arm, sieh. Ich will diesen Schmuck verkaufen, meine Garderobe verkaufen. Dein sei alles. Aber entsag ihm. Milady! Nehmen Sie ihn hin. Freiwillig trete ich Ihnen ab, den man mit Haken der Hölle von meinem blutenden Herzen riss. Rennen Sie in seine Arme. Reißen Sie ihn zum Altar, aber vergessen Sie nicht, dass zwischen Ihren Brautkuss das Gespenst einer Selbstmörderin treten wird. Gott wird barmherzig sein. Ich kann mir nicht anders helfen. Nehmen Sie ihn hin. Und das spricht sie mit einem Tone, begleitet sie mit einem Blick. Nein, stolze Unglückliche. Auch ich habe Kraft zu entsagen. Dieses liebende Paar ist verloren. Oder Milford muss ihren Anspruch vertilgen und im Herzen des Fürsten erlöschen. Jetzt gleich muss es geschehen. Hofmarschall von Kalb stehen im Vorzimmer mit einem Auftrag vom Herzog. Auftaumeln wird sie die fürstliche Drahtpuppe. Der Hofmarschall, Milady. Ja, was? Desto besser. Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir willkommen sein. Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen. Ich war eine Verlassene. Er hat mich aus dem Elend gezogen. Aus dem Elend? Abscheulicher Tausch. Serenissimus schicken mich, Milady zu fragen, ob diesen Abend Boal sein werde oder deutsche Komödie. Eines von beiden, mein Engel. Unterdessen bringen Sie Ihrem Herzog diese Karte zum Dessert. Du, Sophie? Befiehlst, dass man anspannen soll. Was wird das noch werden? Sie sind echauffiert, meine Gnädige? Umso weniger wird hier gelogen sein. Herr Hofmarschall, es wird eine Stelle vakant. Gut Wetter für Kuppler. Lesen Sie, es ist mein Wille, dass der Inhalt nicht unter vier Augen bleibe. Gnädigster Herr, ein Vertrag, den Sie so leichtsinnig brachen, kann mich nicht mehr binden. Die Glückseligkeit Ihres Landes war die Bedingung meiner Liebe. 3 Jahre währte der Betrug. Die Binde fällt mir von den Augen. Ich verabscheue Gunstbezeugungen, die von den Tränen der Untertanen triefen. Schenken Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht erwidern kann, Ihrem weinenden Lande und lernen von einer britischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deutsches Volk. In einer Stunde bin ich über die Grenze. Johanna Norfolk. Behüte der Himmel, meine Beste und Gnädigste. Den Überbringer müsste der Hals ebenso jucken als der Schreiberin. Das ist deine Sorge, du Goldmann. Mein Rat wäre, man backte den Zettel in eine Wildbretpastete. So fänden ihn Serenissimus auf dem Teller. Schell, diese Vermessenheit. So erwägen Sie doch, wie sehr Sie sich ins Diskret setzen, Lady. Ich höre den Wagen vorfahren. Mann des Erbarmens, stehst du noch immer da. Und dieses Billet soll ich seiner hochfürstlichen Durchlaucht zu höchst eigenen Händen geben? Mann des Erbarmens, zu höchst eigenen Händen und sollst melden zu höchst eigenen Ohren. Weil ich nicht barfuß nach Loretto könne, so werde ich um den Taglohn arbeiten, mich zu reinigen von dem Schimpf, ihn beherrscht zu haben. Bist du da, mein Kind? Warum denn so einsam und ohne Licht?
Ich bin darum doch nicht einsam. Wenn so recht schwarz wird um mich herum, habe ich meine besten Besucher. Gott bewahre dich. Nur Sünden und böse Geister scheuen das Licht. Auch die Ewigkeit, Vater, die mit der Seele ohne Gehilfen redet. Kind, was für Reden sind das? Ich habe einen harten Kampf gekämpft. Er weiß es, Vater. Gott gab mir Kraft. Der Kampf ist entschieden. Seine Luise ist lustig. Höre, Tochter, ich wollte, du heultest. Du gefielst mir so besser. Vater, will er mir dieses Billett besorgen? Will er so gut sein? An wen, meine Tochter? Seltsame Frage. Die Unendlichkeit und mein Herz haben miteinander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an ihn. Wen hätte ich denn wohl ansonst jemand schreiben sollen? Höre, Luise, ich erbreche den Brief. Wie er will, Vater. Du bist verraten, Ferdinand. Ein Bubenstück ohne Beispiel zerriss den Bund unserer Herzen, aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden. Doch wenn du Mut hast, Geliebter, ich weiß einen dritten Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet. Warum sieht er mich so an? Lies er doch ganz aus, Vater. Aber Mut genug musst du haben, eine finstere Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet als deine Luise und Gott. Willst du, so brich auf, wenn die Glocke den 12. Streich tut. Und dieser dritte Ort, meine Tochter? Der Ort ist zum Finden gemalt. Ferdinand wird ihn finden, Vater. Du willst eigenmächtig Hand an dich legen? Ach, nenne es nicht so, mein Vater. Eine Gesellschaft räumen, wo ich nicht wohl gelitten bin, ist denn das Sünde? Selbstmord ist die abscheulichste, mein Kind. Ist Lieben denn Frevel, mein Vater? Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. Luise, willst du dich vor des allwissenden Thron mit der Lüge wagen? Deinetwegen, Schöpfer, bin ich da. Oh Gott, da ist er. Ich bin verloren. Wo, wer? Er selbst. Was, sieh hier, Baron? Ich bin da, meine Braut zum Altar abzuholen. Lady Milford floh diesen Augenblick aus dem Land. Mein Vater billigt meine Wahl. Baron, wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurückblickt. Ihr misstraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugnis. Was soll das bedeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht. Desto besser hat mich diese verstanden. Oh Gott, meine Tochter! Bleich wie der Tod. Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter. Es ist ihr schönstes Gesicht. Es ist ihr erstes, wahres Gesicht. Sprich, Unglückselige, schriebst du diesen Brief? Oh, dieser Brief. Dass er in die unrechten Hände fiel. Gepriesen sei mir der Zufall. Antwort will ich. Schriebst du diesen Brief? Schwöre bei Gott, bei dem fürchterlich Wahren. Schriebst du diesen Brief? Ich schrieb ihn. Luise, nein! Ich fragte zu heftig, nicht wahr? Luise, du bekanntest nur, weil ich zu heftig fragte. Ich bekannte, was wahr ist. Nein, sag ich nicht. Nein, nein! Du schriebst nicht. Es ist deine Hand gar nicht. Eine Lüge, Luise. Eine Lüge! Schriebst du diesen Brief? Bei Gott. Bei dem fürchterlich Wahren. Ja. Wusstest du, was du mir warst, Luise? Unmöglich. Nein. Du wusstest nicht, dass du mir alles warst. Alles. Und so frevelhaft damit zu spielen. Sie haben mein Geständnis, Herr von Walter. Gehen Sie nun. Verlassen Sie ein Haus, wo Sie so unglücklich waren. Gut, ich bin ja ruhig, ich bin's. Noch eine Bitte, Luise. Die letzte. Mein Kopf brennt so fieberisch. Ich brauche Kühlung.
Willst du mir ein Glas Limonade zurechtmachen? Lieber Baron, kann es Ihren Gram vielleicht lindern, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich Sie herzlich bedauere? Lass es gut sein, Miller. Miller, ich weiß nur kaum, ob ich in sein Haus kam. Was war die Veranlassung? Wie, Herr Major, Sie wollten ja Lektion auf der Flöte bei mir nehmen. Das wissen Sie nicht mehr? Ich sah seine Tochter. Unglückseliges Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen. Die Limonade bleibt auch gar zu lang außen. Ich denke, ich sehe nach, wenn Sie mir es nicht für übel nehmen. Es eilt nicht, lieber Miller. Bleib dann nur. Was hatte ich doch fragen wollen? Ja, ist Luise seine einzige Tochter? Sonst hat er keine Kinder mehr? Habe sonst keins mehr. Wünsch mir auch keins mehr. Das Mädel ist just so recht, mein ganzes Vaterherz einzustecken. Sehe doch lieber nach dem Trank, guter Miller. Das einzige Kind. Fühlst du das? Mörder. Und der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts als sein Instrument. Und das einzige. Du willst ihm rauben. Doch wie, was verliert er denn? Das Mädchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren. Wird es den Vater glücklich machen können? Es wird nicht. Gleich sollen Sie bedient sein, Baron. Draußen sitzt das arme Ding und will sich zu Tode weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Tränen zu trinken geben. Und wohl, wenn's nur Tränen wären. Sie befehlen, wenn sie nicht stark genug ist. Danke. Oh, beinahe hätte ich das vergessen. Miller, will er mir einen kleinen Gefallen tun? 1000 für einen, was befehlen? Man wird mich bei der Tafel erwarten. Zum Unglück habe ich eine sehr böse Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. Will er einen Gang tun zu meinem Vater und mich entschuldigen? Den Gang kann ich ja tun. Zum Präsidenten? Nicht zu ihm selbst. Er übergibt seinen Auftrag in der Garderobe einen Kammerdiener. Ich bin noch da, wenn er zurückkommt. Er wartet auf Antwort. Kann ich denn das nicht auch besorgen? Halt, und noch etwas. Hier ist ein Brief an meinen Vater, der diesen Abend an mich eingeschlossen kam. Vielleicht dringende Geschäfte. Es geht in einer Bestellung hin. Schon gut, Baron. Aber mein Vater, dies alles könnte ich ja recht gut besorgen. Du bist allein und es ist finstere Nacht, meine Tochter. Leuchte deinem Vater, Luise. Ja, sie soll dran. Sie soll. Die oberen Mächte nicken mir ihr schreckliches Ja herunter. Wollen Sie mich akkompanieren, Herr von Walter? So mache ich einen Gang auf dem Fortepiano. Sie sind mir auch noch Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Wollen wir eine Partie, Herr von Walter? Oh, ich bin sehr elend. Das könnte wahr sein. Meine Schuld ist es nicht, Herr von Walter, dass Sie so schlecht unterhalten werden. Denn was kannst du für meine blöde Bescheidenheit? Herr von Walter, ich vermute, dieser Augenblick wird uns beiden gleich unerträglich sein. Wenn Sie mir es erlauben wollen, so gehe ich und bitte einige von meinen Bekannten her. Oh ja, doch, das tue. Ich will auch gleich gehen und einige von den meinigen bitten. Herr von Walter? Wir machen aus diesem verdrießlichen Duett eine Lustbarkeit und rächen uns mit Hilfe gewisser Galanterien an den Grillen der Liebe. Sie sind aufgeräumt, Herr von Walter. Ganz außerordentlich. Luise, dein Beispiel bekehrt mich. Toren sind's, die von ewiger Liebe schwatzen. Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens. Ferdinand! Unglücklich bist du schon. Willst du es auch noch verdienen? Unglücklich bin ich?
Wer hat dir das gesagt? Du bist zu schlecht, um selbst zu empfinden. Womit kannst du eines anderen Empfindungen wägen? Unglücklich musste ich werden, das wusste sie. Tod und Verdammnis, das wusste sie. Und hat mich dennoch verraten. Also leichtsinnig warst du nicht. Dumm warst du nicht. Du warst nur ein Teufel. Die Limonade ist matt wie deine Seele. Versuche. Oh Himmel, nicht umsonst habe ich diesen Auftritt gefürchtet. Versuche! Die Limonade ist gut. Wohl bekomm's. Oh, wenn Sie wüssten, Walter, wie ungeheuer Sie meine Seele beleidigen. Es wird eine Zeit kommen, Walter. Oh, mit der Zeit wären wir fertig. Wo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen dürfte. Gute Nacht, Herrendienst. Mein Gott, wie wird Ihnen? Heiß und enge. Will's mir bequemer machen. Trinken Sie. Der Trank wird Sie kühlen. Das wird er auch ganz gewiss. Die Metze ist gutherzig. Doch, das sind Sie alle. Das deine Luise, Ferdinand. Die süße Stimme. Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? Alles so schön, so voll Ebenmaß, so göttlich vollkommen. Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben. Noch einmal, Luise. Noch einmal, wie am Tag unseres ersten Kusses. Oh, Luise. Luise. Luise! Warum hast du mir das getan? Walter! Ein entsetzliches Schicksal hat die Sprache unserer Herzen verwirrt. Dürfte ich den Mund auftun, Walter? Ich könnte dir Dinge sagen. Ich könnte. Aber das harte Verhängnis band meine Zunge wie meine Liebe. Dulden muss ich es, wenn du mich wie eine gemeine Metze misshandelst. Fühlst du dich wohl, Luise? Wozu diese Frage? Sonst sollte mir es leid um dich tun, wenn du mit dieser Lüge von hinnen müsstest. Ich beschwöre sie, Walter. Luise, hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nichts mehr. Luise, hast du den Marschall geliebt? Ehe dieses Licht noch ausbrennt, stehst du vor Gott. Jesus, was ist das? Mir wird so übel. Schon. Über euch Weiber, das ewige Rätsel. Die zärtliche Nerve hält Freveln fest, die Menschheit an ihren Wurzeln zernagen. Ein elender Gran Arsenik wirft sie um. Gift! Gift, oh mein Herrgott! So fürchte ich, deine Limonade war in der Hölle gewürzt. Du hast sie dem Tod zugetrunken. Sterben? Oh Gott! Allbarmherziger! Meiner Seele erbarme dich! Das ist die Hauptsache. Ich bitte ihn auch darum. Und mein Vater! Heiland der Welt ist keine Rettung mehr. Keine, aber sei ruhig. Wir machen die Reise zusammen. Ferdinand! Auch du? Gift, Ferdinand, von dir? Oh Gott, vergiss es ihm. Gott der Gnade, nimm die Sünde von ihm. Sieh du nach deinen Rechnungen. Ich fürchte, sie stehen übel. Ferdinand! Ferdinand! Nun kann ich nicht mehr schweigen. Der Tod hebt alle Eide auf. Ferdinand. Himmel und Erde hat nichts Unglückseligeres als dich. Ich sterbe unschuldig, Ferdinand. Was sagt sie da? Eine Lüge pflegt man doch sonst nicht auf dieser Reise zu nehmen. Ich lüge nicht. Hab nur einmal gelogen mein Leben lang, als ich den Brief schrieb an den Hofmarschall. Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte. Dein Vater hat ihn diktiert. Ferdinand! Man zwang mich. Oh, vergib. Deine Luise hätte den Tod vorgezogen. Aber mein Vater, die Gefahr, sie machten es listig. Gelobt sei Gott. Noch spüre ich das Gift nicht. Was beginnst du? Es ist dein Vater. Mörder und Mördervater. Mit muss er. Dass der Richter der Welt nur gegen den Schuldigen rach. Ferdinand! Sterben vergab mein Erlöser. Ihre Seele ist dahin. Gott, meiner Luise, Gnade dem verruchten Mörder,
Es war ihr letztes Gebet. Sohn, was ist das? Ich will doch nimmer mehr glauben. So, Sie, Mörder. Mein Sohn, warum hast du mir das getan? Oh ja, freilich. Ich hätte den Staatsmann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe. Lass mich hinein, um Gottes Willen! Mein Kind! Louise! Ich bin unschuldig. Danke diesem hier. Ferdinand! Oh, Jesus! In wenigen Worten, Vater. Sie fangen an, mir kostbar zu werden. Ich bin bübisch um mein Leben gestohlen. Bestohlen durch Sie. Wie ich mit Gott stehe, zittere ich. Ich habe einen Mord begangen, einen Mord, den du mir nicht zumuten wirst, allein vor den Richter der Welt hinzuschleppen. Feierlich wälz ich dir hier die größte, grässlichste Hälfte zu. Wie du damit zurechtkommen magst, sieh du selbst. Von mir nicht. Von mir nicht, Richter der Welt. Fordere diese Seelen. Von diesem... Von mir? Von dir, Satan. Du gabst den Schlangenrat. Über dich die Verantwortung. Über mich. So weiß ich doch nun auch, auf was Art sich die Teufel danken. War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? Über mich die Verantwortung. Ja, bei diesem Anblick, da alles Mark in meinen Gebeinen erkältet, über mich soll sie kommen. Jetzt will ich verloren sein, aber du sollst es mit mir sein. Auf! Ruft Mord durch die Gassen, weckt die Justiz auf. Gerichtsdiener, führt mich von hinnen. Ich will Geheimnisse aufdecken, dass denen, die sie hören, die Haut schaudern soll. Du wirst doch nicht rasender. Ich werde, Kamerad. Ich werde. Rasend bin ich, das ist wahr. Das ist dein Werk. So will ich auch jetzt handeln, wie ein Rasender. Arm in Arm mit dir zum Blutgerüst. Arm in Arm mit dir zur Hölle. Luise. Sohn, Ferdinand, soll kein Blick mehr auf einen zerschmetterten Vater fallen. Gott, dem Erbarmenden, gehört dieser Letzte. Geschöpf und Schöpfer, verlassen mich. Soll kein Blick mehr zu meiner letzten Erquickung fallen? Er vergab mir. Jetzt... Euer Gefangener. Sie hörten aus Heidelberg Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller. Präsident von Walter war Kurt Horwitz, sein Sohn Ferdinand Peter Lieck, Hofmarschall von Kalb Fritz Schröder-Jahn, Lady Milford Ellen Schwiers, Sekretär Wurm Ernst Honecker. Stadtmusikant Miller Hans Hessling, seine Frau Traute Rose, Luise seine Tochter Renate Schröter, ein Kammerdiener des Fürsten Kurt Lieck. Ton und Technik Bernd Lossen und Hans-Jörg Saladin. Funkbearbeitung und Regie Walter Knaus.